Halleluja, Halleluja. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehen, seid eines Sinnes und Geistes. Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. Halleluja, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Nachdem wir nun den Herrn selbst in unserer Mitte begrüßt haben, darf ich alle begrüßen, die sich hier in der Basilika St. Bonifaz versammelt haben, ebenso wie die Zuhörerinnen und Zuhörer, die über Radio oder Internet an diesem Gottesdienst teilnehmen. Ganz besonders begrüßen darf ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Michaelsbundes und des Münchner Kirchenradios, die die Übertragung dieses Gottesdienstes möglich machen. Vorstellen darf ich Ihnen zunächst die anwesende Geistlichkeit. Unter uns ist Pater Dr. Cyril Schäfer von der Erzabtei St. Ottilien, der Verlagsleiter des EOS Verlags, der vor 2 Jahren den Mut hatte, ein Büchlein über die Spiritualität des Whiskys herauszugeben und seinen Verlag auf diese Weise in einer Nische platziert zu haben, die doch erstaunlich viele Menschen fasziniert, wie zum Beispiel Pfarrer Dr. Jonathan Kühn, der ebenfalls hier unter uns ist. Er ist Pfarrer in Holzkirchen und akademischer Rat am Lehrstuhl für Religionspädagogik an der Universität Bamberg und zugleich ein großer Liebhaber und Kenner schottischen Whiskys. Die Musiker haben uns schon ein wenig in die Atmosphäre Schottlands hineinversetzt. Christian Lonzek ist ein bekannter Dudelsack-Virtuose und zugleich ebenfalls evangelischer Geistlicher, nämlich Gemeindepädagoge in der evangelischen Kirchengemeinde in Halberstadt rund um den weltberühmten Halberstädter Dom mit seinem ebenfalls weltberühmten Halberstädter Domschatz. Der ursprünglich zum Ensemble Pipe Meets Organ gehörende Organist Sebastian Schmoog ist leider erkrankt, aber wir haben Gott sei Dank nicht nur einen Ersatz, sondern eine würdige Alternative unter uns, nämlich Gottfried Biller ist zu uns gekommen, bis vor kurzem Domorganist am ebenfalls weltberühmten Quedlinburger Dom und Begründer des Quedlinburger Musiksommers. All diejenigen, die dazu beitragen, dass dieser Gottesdienst gefeiert werden kann, sind nicht zum Selbstzweck her, sondern um Gott Lob und Preis darzubringen. Und das wollen wir nun auch im Eröffnungsgebet tun. Lasset uns beten. Guter Gott, du bist der Ursprung und das Ziel allen Lebens. Erfrische und stärke uns auf unserem Weg zu dir mit dem Wasser des Lebens, das du uns durch die Botschaft und das Beispiel deines Sohnes geschenkt hast, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jener Zeit geriet Elisha in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Als er um sich blickte,
sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken,
Du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist sehr tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Pipe meets Organ, Dudelsack trifft auf Kirchenorgel. Da scheint etwas
zusammenzukommen, was beim ersten Hören nicht zusammenzupassen scheint. Und wenn man es dann einmal verinnerlicht hat, merkt man, es passt sehr wohl zusammen. Mehr als das. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Die Orgel groß, unbeweglich, majestätisch und der Dudelsack klein, handlich, etwas schrill manchmal und doch passen beide wunderbar zusammen, weil beide den gleichen Ursprung haben und beide funktionieren nach einem ganz ähnlichen Prinzip. Beide brauchen Luft, die die Pfeifen zum Klingen bringen. Zusammenbringen, was zusammengehört. Das tun wir auch, indem wir diesen Gottesdienst ökumenisch, konfessionsübergreifend feiern. Der christliche Glaube kennt vielfältige Sprachen und Formen, die aber auch alle auf ein und denselben Ursprung zurückgehen, wie Dudelsack und Orgel. Und wie Dudelsack und Orgel werden auch die christlichen Konfessionen durch dieselbe unsichtbare Kraft, in diesem Fall das Wehen des Heiligen Geistes, zum Klingen gebracht. Zusammenbringen, was zusammengehört. Wir feiern diesen Gottesdienst nicht nur ökumenisch, sondern fast, möchte ich sagen, menschheitsumfassend. In jedem Fall gesellschaftsumfassend. Hier sind heute keineswegs nur fromme Christen versammelt, sondern auch Menschen mit ganz anderem geistigen und weltanschaulichem Hintergrund. Das ist eine Herausforderung, der sich auch der St. Michaelsbund, das Medienzentrum unserer Erzdiözese, Tag für Tag stellt. Ein Programm zu machen, das über Radio, Internet und Printmedien alle erreicht, möglichst alle, zumindest möglichst viele. Denn nicht der Rückzug in eine vermeintlich heile, fromme, reine Welt ist der Weg des Christentums, sondern das Hinausgehen zu den Rändern, wie Papst Franziskus nicht müde wird zu betonen. Und an den Rändern gibt es eine Vielfalt gesellschaftlicher Gruppen, nicht nur Arme. Und noch etwas kommt heute zusammen, was zusammengehört. Da war einmal ein Geistlicher, der eine gewisse Vorliebe für schottischen Whisky hegte. Soll es geben. Und weil er sich nicht so ganz sicher war, ob diese seine Leidenschaft mit seinem geistlichen Amt vereinbar war, hielt er sie verborgen. Und er ließ sich seine Whiskyflaschen am liebsten mit der Post schicken, damit niemand etwas davon mitbekam. Eines Tages aber, als er eine solche Paketsendung erwartete, verpasste er den Paketboten und musste nun in die Poststelle, um sein Paket abzuholen. Und weil ihm das Ganze etwas peinlich war, sagte er zu der Dame in der Poststelle: Für mich müsste eine Büchersendung eingetroffen sein. Gut, dass Sie vorbeikommen, Herr Pfarrer, sagte die Frau etwas lauter, als nötig gewesen wäre. Eines Ihrer Bücher leckt nämlich. Es wäre nun gar nicht nötig gewesen, dass der Pfarrer sich in diese Situation gebracht hat, denn Glaube und Genuss gehören untrennbar zusammen. Wie Dudelsack und Orgel, wie katholisch und evangelisch, wie Kirche und Welt. Mehr als 30 Mal berichtet uns die Heilige Schrift davon, dass Jesus an Festen, Feiern, an Partys, könnte man sagen, teilgenommen hat. Und wäre er ein Langeweiler und Spielverderber gewesen, wäre er wohl kaum immer wieder eingeladen worden. Jesus hat in vielfältigen Zusammenhängen zusammengebracht, was zusammengehört, auch wenn es scheinbar nicht zusammenpassen wollte. Wir haben es eben im Evangelium gehört, wie er mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat. Jesus als Jude
und eine samaritische Frau, das war damals etwas Unerhörtes. Das gehörte sich nicht, dass diese Gruppen miteinander sprachen, noch dazu freundlich. Und doch hat Jesus eine Brücke geschlagen und diese Brücke, die hat er das lebendige Wasser, das Wasser des Lebens genannt. Damit meint er letztlich das Wasser des Glaubens und der Gnade. Aber nicht ohne Grund haben die iroschottischen Mönche, die seinerzeit den Whisky erfunden haben, genau diesen Begriff Wasser des Lebens verwendet, um den von ihnen erfundenen Whisky zu bezeichnen. Denn Whisky bedeutet nichts anderes als Wasser des Lebens. Auch hier kommt also zusammen, was zusammengehört. Genau das macht den christlichen Glauben aus. Und darum ist es schön, dass Sie alle heute da sind. Amen. Jesus hat das Wasser des Lebens als ein Symbol der Zusammengehörigkeit über alle Grenzen hinweg verstanden. Und dieses Symbol, das wollen wir uns nun bewusst machen, indem wir den Segen Gottes auf uns herabrufen, mit Hilfe dieses uralten Symbols des Wassers. Lasset uns beten, großer und guter Gott. Alles hat seinen Ursprung in dir. Du schenkst uns das Wasser, ohne dass es kein Leben gibt. Du hast es erschaffen, damit es die Erde fruchtbar macht. Für uns Menschen ist es erfrischender Trank, reinigendes Bad und Zeichen deiner liebenden Fürsorge. Durch das Wasser der Taufe hast du alle Christen, gleich welcher Herkunft oder Konfession, zu Schwestern und Brüdern gemacht. Hilf uns, wie lebendiges und lebensspendendes Wasser in dieser Welt zu wirken und durch unser Leben dich und deine Güte sichtbar zu machen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Guter Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns das lebendige Wasser des Glaubens und der Gnade geschenkt. Wir bitten dich um dieses lebendige Wasser. Für alle, die in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Religion Verantwortung tragen, und so die Lebenswege vieler Menschen zum Guten wie zum Schlechten beeinflussen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich auf ihrem Lebensweg verlaufen haben, denen es an Orientierung und Wegweisung fehlt, die nicht wissen, wohin und an wen sie sich wenden sollen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die auf ihrem Lebensweg gestrauchelt sind, denen es an Halt und Kraft fehlt, sich wieder aufzuraffen, nach vorne zu blicken und weiterzumachen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, um die es auf ihrem Lebensweg einsam geworden ist, die sich schwer tun, Anschluss zu finden, die von geliebten Menschen verlassen wurden oder um geliebte Menschen trauern. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die andere auf ihrem Lebensweg begleiten, sie beraten und unterstützen, heute besonders für die Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Michaelsbundes und der ihm angeschlossenen Büchereien. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die das Ziel ihres Lebensweges erreicht haben, besonders für die beiden kürzlich verstorbenen Benediktiner von St. Bonifaz, Pater Matthias Leidenberger und Altabt Odilo Lechner, sowie die verstorbenen Leserinnen und Leser der Münchner Kirchenzeitung. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du bist der Ursprung und das Ziel allen Lebens. Bleibe bei uns auf unserem Weg zu dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. All unsere Bitten wollen wir nun zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen.
Am Schluss dieses Gottesdienstes gilt es nun, Dank zu sagen Ihnen allen, die Sie an diesem Sonntagnachmittag hierher gekommen sind, allen, die an Radio und über Internet mit uns verbunden sind, allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben und jene, die dafür gesorgt haben, dass er übertragen werden konnte. Alle, die hier versammelt sind, haben gegenüber den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt allerdings einen großen Vorteil. Sie können nämlich, und ich hoffe, Sie werden es auch tun, im Anschluss an diesen Gottesdienst mit hinübergehen in den Pfarrsaal von St. Bonifaz, wo noch die Möglichkeit besteht, das Wasser des Lebens in einer etwas anderen und vielleicht sogar noch genussvolleren Variante zu verkosten, als wir es hier im Gottesdienst tun konnten. Bitten wir nun den Herrn um seinen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Sei dir, Vater, für das ewige Leben und für den Glauben, den du uns gegeben, dass wir in Jesus Christus dich erkennen und Vater nennen. Jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde, doch das des Menschen Herz gesetzt.